als Video, das wir dann auch auf unserem YouTube-Kanal stellen werden. Ich möchte Ihnen einfach allen, sofern ich das heute Nacht noch nicht getan habe, ein frohes und ein gesegnetes Osterfest wünschen. Und ich bitte Sie, dass Sie diese Wünsche und Grüße auch mitnehmen zu unseren Gemeindemitgliedern, die in diesen Tagen nicht hier mit uns feiern können. Dann danke ich ganz herzlich unseren Musici, die Schola, den Streichern unter der Leitung von unserem Musiker, Kirchenmusiker Bernhard Sanders, Daniel Seger an der Orgel. Das war heute ein ganz besonderer Genuss. Im Herzen vergelt's Gott dafür. Es hat, glaube ich, auch einen kleinen Applaus verdient. Dann grüße ich natürlich alle, die dieses YouTube-Video dann anschauen von Herzen. Wir haben ja auch schon in der Osternacht den Risus Pascalis gepflegt, also das Osterlachen, dass er seinen Sinn darin hat, dass man dem Tod sozusagen ins Angesicht lacht und ihn verlacht. Das bringt aber dem Pfarrer immer die Gelegenheit, weil er immer neue Witze finden und suchen muss für die Osternacht, und dann sollte man am nächsten Tag ja auch nicht dieselben erzählen. Und einen von heute Nacht erzähle ich noch einmal, den nämlich ein Gemeindemitglied uns geschickt hat per E-Mail. Der geht so, da sitzt also einer der Tübinger Pfarrer auf dem Hohenberg, auf dem Bänkle in der Sonne. Dann setzt sich jemand neben ihm und er erkennt plötzlich, das ist ja der liebe Gott. Dann sagt er, lieber Gott, was machst du denn hier? Dann sagt der liebe Gott, Homeoffice, mein Lieber, Homeoffice. Der ist natürlich schon bekannt, es gibt auch noch einen weiteren netten Witz. Ein junger Mann kommt in eine Apotheke und er sagt, ich brauche dringend ein Haarwuchsmittel. Dann sagt die Apothekerin, das ist gar kein Problem, ich habe hier ein ganz sehr gutes, kräftiges Haarwuchsmittel, das wäre das hier. Dann sagt er, ja, taugt das denn auch was? Sagt die Apothekerin, ja klar, wenn Sie das abends auf einem Bleistift aufsprechen, haben Sie morgens eine Zahnbürste. Dann geht er raus aus der Apotheke. Bevor er geht, sagt er, ich würde gerne noch ein Päckchen Aspirin mitnehmen. Die Apothekerin gibt ihm das, er bezahlt es, geht raus, will gerade über die Straße gehen, springt die Apothekerin ganz aufgeregt ihm hinterher und sagt, halt, Moment, ich habe Ihnen was Falsches verkauft. Ich habe Ihnen statt Aspirin Strychnin verkauft. Dann sagt der Mann, ja, was ist denn da der Unterschied? Sagt die Apothekerin, gar kein großer Strychnin ist halt ein bisschen teurer. Und ein letzter Witz noch. Ein Vater erklärt seinem Sohn oder will ihm erklären, wie die Börse funktioniert. Dann sagt er, hör mal her, das ist ganz einfach. Stell dir einfach vor, du kaufst dir ein paar Hühner und einen Gockel. Und dann legen die Hähne Eier. Und aus den Eiern, da schlüpfen dann wieder neue Hähne, neue Gockel aus. Und irgendwann hast du eine wunderbar funktionierende Hühnerfarm. Hast du es verstanden? Sagt der Bruder, ja, habe ich verstanden. Ist es so einfach? Ja, nicht ganz. Manchmal, da kann es nämlich sein, dass es regnet oder Unwetter kommt und das Hochwasser kommt und dass deine ganze Hähne versaufen. Dann sagt der Bruder, ja, was mache ich dann? Da sagt der Papa, ja, da bin ich selber schuld, hätte ich Hände kaufen müssen, die können schwimmen. Also Ihnen allen ein frohes, gesegnetes Osterfest. Ein herzliches Vergelt's Gott noch einmal für alle, die Dienste tun, dass wir auch in diesen Tagen hier unter den Corona-Bedingungen so feiern können, angefangen von den Ordnern, Ministranten, Lektoren, Eucharistiehelfer, bis hin auch zu unserem Mesner, der Herr Schmidt, der wieder alles perfekt für dieses Jahr auch vorbereitet hat. Bitten wir Gott jetzt um seinen Schutz und seinen Segen. Der Herr sei mit euch. Der allmächtige Gott hat uns durch die Auferstehung seines Sohnes aus Sünde und Tod befreit. Er segne euch und schenke euch seine Freude. Und Christus, mit dem ihr auferstanden seid durch den Glauben, bewahre in euch die Gabe der Erlösung. Gott hat uns in der Taufe angenommen als Kinder seiner.
seiner Gnade, er schenke euch das verheißene Erben. Das gewähre euch der dreieinige Gott, Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden, Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott, dem Herrn, Halleluja.